Da wir hier direkt neben meiner Nebenmission sind, oder Nebenmission eigentlich eher eine Hauptmission, The Big Bang ist eine Hauptmission, werden wir uns daran versuchen. Selbst ohne Ray, was meine Chancen? Na, so viel schlechter macht es auch nicht. Überhaupt jetzt, wo wir ein gutes Messer haben und einen kleinen Helix-Drag. Oh, haben wir hier noch ein bisschen Loot? Metallschrott. Das ist genaue Bezeichnung von ein bisschen Loot. Ich weiß, sie sind Ripper, ich weiß, sie sind Banditen. Und wahrscheinlich auch mein Tod. Aber der ist ja überall. Reisetasche. Reines Elex. Genau, was ich brauche. Ja, ich schätze, das war's hier unten. Mikrofon in diesem Spiel ist nicht an jeder Ecke was versteckt. Und meistens sind sie nur Zigaretten oder Metallschrott. Irgendwas will mich beißen. Was will mich beißen? Ah, wirklich? Oh, ich kann damit gar nicht ausweichen. Okay. Der Bauschlag ist nirgends hingegangen. Hopp. 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 Lauf. Okay, der Plattenwerfer wird verkauft. Ich habe ja gar keine Zeit, das auszuwählen. Okay, jetzt aber. Oh, wirklich? Das auch noch? Oh, verdammt. Was wollte mir nicht noch alles in den Weg werfen? Okay, hier drin ist der radioaktive Müll. Warum kann ich gerade nicht anzünden mit dem Ding? Wirklich? Kein Name, deswegen. Geht doch. So. Haben wir was gegen Radioaktivität? Haben wir nochmal, haben wir nochmal. Wo sind meine Sachen? Radio nur eins. Mist, nur einer. Dann hoffentlich ist es das wert hier. Ja, okay, das war die Quest. Wir werden nicht im Bett hier schlafen. Ich bin nicht gut genug. Wow. Dafür sind wir nicht gut genug. Dieses Bett zahlt sich auch nicht aus. Mehr Rippers. Uff. Zeit zum Heilen. Was wollte ich? Lebenssaft wollte ich. Kann ich mir jetzt nicht. Unterschieben. Energieregel. Starke Knochenbrüche. Starke Knochenbrüche. Nice. Come on, you Reaper Bastard.
Okay. Okay, das ist ein einmal speichern wert. Uff. Uhuhu. Das ist ein Teller. Mitten in der Wildnis, ein Teller. Das sind die Banditen drüben. Oh, was gibt's oben mir? Da geht's woanders hin. Wollen wir uns zuerst die Banditen. So nicht. Er entkommt mir nicht. Was war das? Geh! Das ist für ein Müll schon wieder. Ja, ich meine. Na, geht doch. Das ist ein bisschen zu eng zum Fighten. Wir werden eure Betten ausnutzen. Mit wir meine ich mich jetzt nur. Kein Raider bei. Er hat den Rückzug genommen. Als ich mit Nestie auf Erkundungstouren ging. Eigentlich ein wahrer Pro, ein wahrer Co-Pilot. Okay, okay. Haben wir hier gute Loot, wenn dann? Außer Heiltrank. Gute Becher. Looten ist auf jeden Fall schon mal viel entspannter ohne Ray. Weil der immer in den Weg geht und sich dann antratschen lässt. Er weiß nicht, wie man Abstand haltet. Ich bin nicht gut genug. Oh. Anscheinend. Wow! Aus hier. Bevor ich noch ganz zerglitsche. Ah, Elektroschrott. Dann schauen wir, ob es hier noch was gibt, bevor wir abhauen. Ich wollte zwar die Ark-Basis. Die Ark-Basis wollte ich machen, nicht die Ark-Basis. Ich wollte zwar die Ark-Basis machen, aber ohne Ray oder irgendeine Unterstützung. Ist das auch fragwürdig, ob ich mich daran trauen sollte. Was haben wir hier? Mehr Durchgang. Rausgerissene Seite, die wir nie lesen. Gibt es hier irgendwas, was Wert hat? Außer mein Tod. Das weitere Reaper wahrscheinlich. Oder ist das riesig? Ein kleiner Hund. Ein kleiner Hund. Cut. 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 Round 2. Fight. Spring! Warum war der Beißer so ein harter Fight? Können wir das jemand erklären? Alles sagt mir, dass ich darauf hopfen soll. Aber ich glaube nicht, dass es sich auszahlt. Glaube ich nicht. Oh, was ist hier? Energiespeicher. Useless. Irgendwo habe ich ein Viech gehört. Hier ist auch nichts.
Du sind mehr besser. Hier oben was liest dann? Ratte, was habe ich gehört? Zwischendurch will ich hochhupfen, damit ich losgleiten kann und meinen Luftangriff ausführen. Und dann ist einfach, nichts außer ein Mini-Jump drinnen. Das schaut noch nach Gefahr aus. Da schauen wir noch rüber. Besten irgendwas noch reinwirken. Oh, Brause. Serbendosen. Und ein Quicksave. Ich habe gerade mein Geld gesehen. Bald kann ich mir die nächste Rüstungsstufe kaufen. Das wird gut sein. Das wird gebraucht. Wieder irgendwas, wo nichts rumliegt. Handgranate. Werden wir sicher wieder brauchen für eine nächste Mission. Ich werde diesem kapitalistischen Schwein schon noch was nachweisen können. Ich werde beweisen, dass die Infinite Skies Dreck am Stecken hat. Und hier in ihrer Raffinerie fange ich an. Alles, was ich finde, werde ich aufzeichnen. Zwischendurch gibt es einfach mal leere Gebäude. Schön. Okay. Hier ist noch ein Tunnel, hier ist noch ein Haus. Oder irgendwas, was sich nicht auszahlt. Yep. Zahlt sich nicht aus. Okay. Ich gehe noch in den Tunnel reinschnüffeln. Sonst gehe ich mich zurück teleportieren Richtung Ray. Oder? Oh. Oh, ich werde doch nicht hacken. Das war's hier. Ja, das war's hier. Eigentlich habe ich was anderes im Kopf gerade. Hier wollen wir hin. Habe ich hier gar keinen Schnellreisepunkt gefunden? Oh, komisch. Da gibt's doch sicher einen. Da ist hier noch ein Mädel oben, das auf uns wartet. In den Missionen. Das heißt, wir gehen mit ihr reden mal. Oh, die Viecher haben mich letztens zerlegt. Mrs. Mana. Skeks. Er frisst, wenn man Feuer. Keine Munition mehr. Jetzt, wo wir Zeit haben, wird noch ein Trank eingewirkt. Okay. Die Waffe macht Schaden, die Rüstung fällt jetzt wieder. Rüstung fehlt noch. Oh. Dann bin ich auf dem richtigen Weg, um alles zu vernichten und das Spiel dann endlich mal gescheit durchzuspielen. Ich muss doch da irgendwo einen besseren Weg raufgefunden haben oder was zum Teleportieren. Brrr. Genau. Ich sollte speichern. Immer schön speichern. Ich hätte mir an jedes 50 Sekunden Big Speicher Mod reinhauen sollen. Da ist ein Big Boy. Big Boy Unhold. Okay. Ich glaube, da ist die waffenhandelnde Mission danach. Wenn er da war, habe ich das. Der habe ich schon gelootet. So, da muss doch auch irgendwo eine Fast Travel Position sein.
Lagerfeuer. Was bringt mir das? Giftresistenz. Da, noch ein Brühe nehmen wir wieder. Warum nicht? Strahlungsresistenz. Das Rest machen wir gebratenes Fleisch. So. Besser auswählen die Mission, bevor ich noch irgendwo im Nichts herumrenne. Kopf ist noch ein böses Mädchen. Ich sehe sie gar nicht. Da, sie steht hier vor mir. Na, Gott sei Dank. Wo warst du so lange? Ich bin ja jetzt hier. Na schön. Dann sag mir mal, was du jetzt vorhast und wo du dein Lager aufgeschlagen hast. Okay, ich versuch's kurz zu machen. Oh Mann, da hast du dir ja was vorgenommen. Keine Ahnung, ob ich dir dabei helfen kann, aber ich werd's versuchen. Da bin ich mir sicher. Du wirst allerdings ein Jetpack benutzen müssen, wenn wir uns unterwegs nicht verlieren wollen. Natürlich. Ich bin mir schon bewusst, worauf ich mich hier eingelassen habe. So, und jetzt reden wir mal über mein kleines Problem. Eine Sache würde mich interessieren. Ja? Warum hast du dich ausgerechnet uns Berserkern angeschlossen? Es schien für mich der beste Weg zu sein, meine Kampfkraft zu stärken. Das ist doch nicht alles. Natürlich nicht, aber irgendeine Wahl musste ich treffen. Und jetzt werde ich meine Trümpfe ausspielen, die mich zum Eispalast führen werden. Ja, und ich hoffe zum Besten für uns alle. Mitkommen. Na gut. Du sagtest, du willst die Natur des Elex studieren. Wie soll das laufen? Ich kann die Präsenz des Elex spüren. Vor allem dort, wo es in großer Menge vorkommt. In der Nähe der Konverter. Richtig. Doch ist das meiste Elex dort schon raffiniert? Ich brauche Elex-Vorkommen, die noch nicht von den Alps erschlossen worden sind. Nur so komme ich an die natürliche Form des Elex. Sie ist noch unverfälscht und ich kann das Elex besser studieren. Natürliches Elex? Eine ziemlich eigenwillige Bezeichnung. Im Grunde hast du recht, es ist auch reines Elex. Doch das raffinierte Zeug, das die Alps aus den Konvertern gewinnen, hat eine ganz spezielle Signatur. Es ist absolut gleichgeschaltet und gehorcht nur noch den Gesetzen der Ordnung. Die umgekehrte Form, die wir Berserker aus dem Mana-Schrein gewinnen, ist ebenfalls extrem polarisiert. Auch ihre Signatur ist sehr klar. Ich habe mein ganzes Leben mit Mana um mich herum verbracht und kenne es sehr gut. Ich brauche aber die unangetastete Urform des Elex, so wie sie nur noch an wenigen Stellen frei in der Natur zu finden ist. Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Als der Meteoreinschlag das Elex vor vielen Jahren auf Margalan verteilte, suchte es sich seinen Weg bis in die kleinsten Felsvorsprünge. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Bis auf eine. Ich wette, wenn ich dieser Spur folge, finde ich am Ende eines dieser natürlichen Vorkommen. Wo ist diese Spur, von der du sprichst? Im Norden der Stadt von Abessa. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Wenn das so einfach ist, warum hat es denn nicht schon jemand anderes gefunden? Weil niemand das Elex spüren kann, so wie ich es tue. Darum. Zumindest glaubst du das. Komm doch mit, dann zeige ich dir, was ich meine. Okay, zeig mir deine Elex-Spur. Wie ich schon sagte, es ist nicht weit weg von der Stadt. Folge mir. Go. Oh, da wird er direkt hingeführt. Nur für den Mädels, wenn du... Na, eigentlich bin ich fast ein bisschen... Jede Minute fließt eine Unmenge an natürlichem Elex ins Meer. Es wird ausgewaschen aus dem Fels und der Erde. Es gibt Methoden, um es dennoch nicht zu verlieren. Ja, die Alps und ihre Maschinen. Etwas Unnatürlicheres kann ich mir kaum vorstellen. Wie auch immer, um der Elex-Spur zu folgen, müssen wir darüber und den Mutantenbiestern folgen. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Sehr gut. Das Elex zieht unter Umständen eine ganze Menge Mutanten an, also sei vorsichtig. Yep. Was wollte ich sagen? Ray? Kaya und Nastya. Nastya. Nastig. Gott, David. Die bringen dich
direkt zu ihren Missionen, also die drei Mädels halt. Der Rest. Kein Mana. Oh, das ist eine große Jungsrunde. Ah ja, wir haben Gegner. Guter Block, Mann. Krasser Typ. Es geht los. Yep. Ich mach wieder Feuerfaust. Oh. Feuerfaust. Jetzt mal Faustdach laden dann. Okay, passt. Controller. Böser Controller. Das passiert hier viel zu oft. Ich weiß nicht, ob es am Kabel oder am Controller liegt. Ah, seit dass ich mal in PS5 Sachen investiere. Ich muss sie verteidigen. Also besser wieder Sachen reinschmeißen. Und speichern. Elex. Hier muss es sein. Ich kann das Elex in der Erde förmlich riechen. Und was passiert jetzt? Ich werde meditieren. Stell dich einfach darüber und warte, bis ich fertig bin, okay? Ja. Ich klaue zuerst das ganze Elex. Warte. Rolling, 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 rolling. Ja, wie gefallen dir deine Meditationen? Ich hab noch einen guten Ort zum Meditieren aus, bis auf dem Regen. Stör mich jetzt nicht. Ich. Mist. Okay. Oh. Ich denke, das war's. Wie geht es dir? Ich bin okay. Es ist faszinierend. Ich hatte das Gefühl. Ja. Es war fast so, als ob das Elex zu mir gesprochen hätte. Es war wie ein leises Flüstern. Und es war fast so, als würde es etwas von mir wollen. Das Elex spricht zu dir. Ich weiß, wie verrückt sich das anhört, aber dennoch ist es wahr. Wenn es Newts geflüstert hat, ist es eine Falle. Das Mutantenaufkommen spricht jedenfalls dafür, dass du tatsächlich eine Elex-Ader gefunden hast. Aber der Rest... Hör zu, es ist mir egal, ob du mir glaubst, wenn du mir nur hilfst. Das heißt, du willst damit weitermachen? Unbedingt. Das war die Voraussetzung dafür, dass ich deiner Kampftruppe beitrete. Also stell keine Fragen, wenn du die Antworten nicht hören willst. Oho. Nehmen wir mal an, ich glaube dir. Was genau meinst du gehört zu haben? Ich bin mir nicht sicher, das Flüstern war sehr leise. Doch es scheint so, als hätte das Elex eine Art kollektives Bewusstsein. Wenn das wahr ist, dann müssten die Stimmen umso stärker sein, je mehr Elex da ist. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde meine Sinne schärfen und versuchen, ein noch größeres Elex-Vorkommen aufzuspüren. Doch zuerst will ich noch einmal zurück in meine Heimat. Ich muss nach Edan und mir eines unserer Weltenherzen ansehen. Südlich der Observierungsstation in der Mitte von Edan steht ein vielversprechendes Exemplar. Ich will wissen, ob ich die Stimmen auch höre, wenn ich mich einer großen Menge Mana nähere. Du hast bisher auch nie etwas in der Art gehört. Warum sollte es jetzt anders sein? Ja, aber ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Pass auf. Tut mir leid, aber ich kann das jetzt nicht auf sich beruhen lassen. Ich muss unbedingt... Geh nur. Ich komme später nach, wenn ich kann. Danke. Also dann. Wir sehen uns in Edan. Jo. Wir haben eine Mission in der Nähe. Da war sind wir doch, oder? Oder? Mm-hmm.
dem Handel. Warte mal. Waffenbargo. Ah ja, sag ich ja. In der Nähe. Let's go. Fühl mich jetzt schon alleine. Und Ray. Was haben wir hier? Ein selbstgemachtes Boot mit Klebeband. Das man nicht looten kann. Statt dass wir uns ein paar Kriter legen. Oder looten zuerst. Ein Schlag. Oh, Metallschrott, Eisenherz, ja. Die sind schon easy. Bald sind wir so stark, dass wir alles zerlegen. Ich weiß gar nicht, ob ich bei der Waffe bleiben will. Ich habe sie jetzt schon mal abgegradet. Und sie ist trotzdem ziemlich leicht zum Halten. Okay, hier unten waren Nebenmissionen, glaube ich. Aber hier müssen wir hin. Oh! Fortsetzen. Jo, was geht, Mann? Du siehst aus, als hättest du schon einmal große Elex-Kräfte besessen. Vermutlich ein ehemaliger Soldat des Eispalastes oder sogar ein Commander? Aber so wie du dich kleidest, ist das offenbar schon eine Weile her. Bist du wie die Kleriker zum Sterben hergekommen oder um Ware in Empfang zu nehmen? Deine Drohungen lassen mich kalt. Natürlich tun sie das, Alp. Hast du etwa schon vergessen, wo dein Ursprung ist? Selbst jetzt, wo du unter dem Schutz der Menschen stehst, solltest du dich deiner Herkunft besinnen. Ihr Weg ist der falsche und endet einzig und allein im Tod. Erzähl mir vom Vorfall mit den Klerikern. Ich musste sie töten, ohne dass ein Wort verschwendet wurde. Ihr Fanatismus ist mir fremd. Dennoch hat er gereicht, mich zu attackieren. Zwei von ihnen konnte ich erwischen. Die anderen beiden sind noch in der Nähe. Gut, dass du keiner von ihnen bist. Die Gefahren, denen wir Separatisten uns stellen müssen, nehmen mit jedem Tag zu. Aber wir führen die Unterhaltung besser später weiter. Da scheint jemand seine Niederlage ungeschehen machen zu wollen. Schnell, entscheide dich. Wirst du mir im Kampf beistehen? Du kannst auf mich zählen. Gut. Zieh deine Waffe und dann befreien wir uns von dieser Last. Dich hole ich mir. Du wirst mich noch kennenlernen. Warum nicht? Der andere lebt er noch. Ich mag zwar die Kleriker, aber der Typ ist cool. Die Kleriker liegen im Staub und kein Zeichen von ihrem sogenannten Gott. Das sollte dem Rest von ihnen zu denken geben, wenn sie ihre Leichen verscharren. Da, nimm das. Betrachte es als Gegenleistung dafür, dass du mir nicht in den Rücken gefallen bist. Paige schickt mich. Paige? Die Menschen sehen alle gleich aus und führen eigenwillige Namen. Doch du kannst nur die Frau aus der Kuppelstadt meinen. Sie ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich, dass sie an meinen Waffen interessiert war. Vertraust du ihr? Nein. Aber angesichts ihrer Lage ist es unlogisch, wenn sie versuchen würde, mich zu hintergehen. Solange meine Waffen den Streit unter den Menschen befördern, ist es gut für uns. Hier, gib ihr das. Für den Anfang wird es reichen. Den Rest werde ich ihr zu gegebener Zeit zukommen lassen. Ich werde es ihr ausrichten. Tu das. Okay.
Das kann ich, dass die Mission genau von mir wollte. Aber eigentlich wollte ich Page nicht helfen. Gut, Kralle. Was macht die Brutkralle? Ich sehe sie nicht, jetzt da. Mist. Sterben, okay. Was macht die Brutkralle? Oh. Das wollte ich, Ratte. Ganz wichtig, alle Ratten. Alle Ratten müssen sterben. Ich werde mir dann noch einen Gefährten holen, zurück in die Kuppelstadt gehen. Eine Verlangsamungsfalle einsetzen. Meine Sachen upgraden. Exportico. Oh. Ah, war doch gute Loot. Hat sich doch ausgezahlt. Okay, okay. Ich bin nicht gut genug. Oh. Ja. Ich schlafe und wir sehen uns in der Kuppelstadt wieder. Minifight hier, der interessant werden könnte. Er hat eine Explosion auch gefressen. Wow. Oh, Controllerausfall. Goddammit, mit Controller. Wie schwierig willst du das machen, das Spiel für mich? Ich sehe schon oft genug. Das war's. Nichts Interessantes. Oh, ich versuche gerade eine Fast Travel Position hier zu finden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo sie war. Aber irgendwo in der Stadt. Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignadon aktiviert. That's good. That's good. Okay. Page. Gebe ich hier die Waffen? Mal muss ich dir wen anders geben. Mal alles durchgehen. Ja. Back to Alois. Alois? War das echt sein Name? Das ist die Männerform vom Aloy. Who knows? Wer weiß. Aber hier gibt's eine Werkbank dann und Händler. Was willst du? Ich hab zu tun. Ich bin hier, um etwas richtigzustellen. Du möchtest etwas richtigstellen? Halt, bist du nicht derjenige, der die Separatisten gesehen hat, wie sie Verhandlungen mit den Alps geführt haben? Ja, genau. Also, was willst du? Und warum ist nicht Caleb hier, um das zu klären? Wir haben eine Befehlskette, falls du das vergessen haben solltest. Caleb ist nicht unser Anführer. Er regelt nur das meiste. Wie dem auch sei. Ich bin hier, um zu gestehen, dass ich für ihn gelogen habe. Du hast was? Ich habe Fenk und die anderen Separatisten nicht gesehen, wie sie mit den Alps verhandelt haben. Ich habe nur gesehen, wie Fenk sich mit einem anderen Separatisten unterhalten hat. Ich möchte nicht, dass sie meinetwegen aus der Stadt geschmissen werden. Zur Kenntnis genommen. Aber das wird ein Nachspiel haben. Eine solche Tatsache zu verschweigen bleibt nicht ohne Strafe. Aber darüber reden wir später. Ich habe jetzt zu tun. Wegtreten! Die Kuppelstadt ist unsere letzte Hoffnung. Jo. Wegpack, da ist sie. Wegen der Waffenlieferung. Ich habe, was du wolltest. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, die Ware ist vollständig. Überzeug dich selbst. Schon gut. Das Misstrauen ist die Folge meines langen Aufenthaltes hier. Hier, wer mir die Last von den Schultern nimmt, soll großzügig entlohnt werden.
Ach ja, der Waffenhändler. Wie steht es um ihn? Lebt er noch? Hätte ich ihn beseitigen sollen? Nein, nein, es war reines Interesse. Dank deiner Aktion glaube ich sowieso nicht, dass in nächster Zukunft weitere Lieferungen ihren Weg hierher finden. Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Im Grunde genommen alles, um einen andauernden Frieden zu sichern. Gefangenenaustausch, Sicherung der Landesgrenzen, Rückgabe fremden Eigentums und so weiter und so weiter. Zyniker würden sagen, die Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie verfasst wurden. Aber solange sich der offizielle Status nicht ändert, halte ich mich an das, was beschlossen wurde. Einzig und allein kleinere Anpassungen erlaube ich mir. Das erfordern einfach die Umstände. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.